Geht YouTube, Lukas Pelli ist back am Start hier für euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, was ihr hier sehen werdet, ist, wie man den Schädelbogen macht. Ja, ich habe ja bereits in meinen zwei anderen Videos gesagt, wie man den Blitzbogen bekommt und wie man den Wolfsbogen bekommt. Heute werde ich euch erklären, wie ihr den Schädelbogen bekommt. Ja, die Schritte sind eigentlich ganz simpel. Ich werde euch heute ganz genau erklären, was ihr da machen müsst. Ja, hier seht ihr auch gerade, wie ich den Schädelbogen habe. Ja, ich finde den Schädelbogen jetzt nicht so besonders. Also die anderen Bögen sind auf jeden Fall viel, viel besser. Ich kann euch nur raten, den Bogen nicht zu spielen. Er ist nämlich nicht so gut. Ja, kommen wir auch schon zum ersten Schritt. Ihr müsst hier oben an der Decke ein Zeichen abschießen. Das habe ich gerade nicht aufgenommen, tut mir leid. Ihr nehmt einfach den Pfeil dann wieder mit. Also oben an der Decke hängt einfach so ein Zeichen. Das müsst ihr anschießen mit eurem Bogen. Ja, dann geht ihr hier in dieses Gebiet. Also hier hinten zum Turm. Ja, hier unten müsst ihr jetzt erstmal die Tür aufkaufen. Und hier unten seht ihr jetzt einen Kreis. In diesem Kreis müsst ihr mit eurem Pfeil einen Zombie messern. Das seht ihr hier. Ja, wenn ihr den Zombie gemessert habt, müsst ihr einfach jetzt hier bei dem Loch Viereck drücken und dann erscheint eine Vase. Ja, der nächste Schritt ist eigentlich ganz simpel. Dafür müsst ihr jetzt einfach hier diese Totenschädel aktivieren. Der erste ist hier im Innenhof, der zweite hier bei Eselstritt. Der dritte ist hier bei Double Tap. Der vierte ist etwas mies versteckt, und zwar bei Samantha im Zimmer in dieser Kiste. Der fünfte ist auch gut versteckt, hier in diesem Waschbecken im Teleporterraum. Der sechste und letzte ist bei der Raketenstation, den müsst ihr auch wieder aktivieren. Ja, wenn ihr das dann gemacht habt, braucht ihr 6 Crawler. Ich empfehle euch jetzt, nach diesem Schritt, wenn ihr diese 6 Crawler hier hingebracht habt, den Game Sound ganz laut zu stellen, weil jetzt wird eine Stimme euch 3 Wörter sagen und die müsst ihr in der richtigen Reihenfolge aufschreiben oder euch einfach merken. Ja, ich bin jetzt mal kurz leise, damit ihr die Wörter gleich hört. So, jetzt wird die Stimme euch 3 Wörter sagen. Einfach aufschreiben oder merken. Ich bin jetzt leise. Ja, ich habe öfters Pause gedrückt, um die Wörter aufzuschreiben. Ja, für den nächsten Schritt müsst ihr jetzt auf Runden spielen, denn ihr müsst 6 lilane Drops einsammeln von den Zombies. Das seht ihr hier auch nochmal. Also bei mir hat es etwas lange gedauert. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir hat es bis Runde 16 gedauert. Kann auf jeden Fall etwas nervig sein, wenn man dann erst mit Runde 16 mit dem Bogen fertig ist. Ja, hier seht ihr auch schon das erste. Das war etwas ungenau. Deswegen werde ich euch das nochmal zeigen.
Also Runde 10, ich werde euch jetzt noch mal zeigen. Also ihr braucht hier für diese Kreise, braucht ihr diese 6 Zeichen. Ja, genau dafür. Die müsst ihr jetzt einfach einsammeln. Wenn ihr eins vergesst aufzusammeln, das ist nicht schlimm, die spawnen dann immer wieder neu. Ja, hier seht ihr nochmal das Drop, ganz genau eines von den Drops. So, wenn ihr dann alle Drops aufgesammelt habt, alle 6 Stück, müsst ihr hier in diesen Rittersraum, also ihr seht ja den Weg, wie man da hinkommt. Ja, ich habe ja jetzt beispielsweise die Wörter Hirsch bekommen, dann geht ihr einfach hier zum Hirsch-Symbol. Also zur Hirschstatue und aktiviert die mit der Aktionstaste und da erscheint dann dieses Drop, dieses Zeichen. Das schreibt ihr einfach auf oder ihr merkt es euch. Also einfach aufschreiben. Ja, dann hatte ich zum Beispiel Herz. Herz aktivieren wieder mit der Aktionstaste. Erscheint ein Zeichen. Einfach wieder aufschreiben oder merken. Ich habe es mir aufgeschrieben. Dann glaube ich, hatte ich Horn. Ja, oder? Weiß ich nicht mehr. Ja, es war Horn. Einfach aktivieren und wieder das Zeichen aufschreiben. Ja, die Reihenfolge war bei mir Hirsch, Herz und Horn. Da müsst ihr jetzt diese 3 Zeichen auch in der richtigen Reihenfolge unten in diesem Raum anschießen. Das werdet ihr jetzt aber auch sehen. Also dieser Schritt ist etwas, vielleicht etwas kompliziert zu verstehen. Ja, falls ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, das ist meine Schwester. Ja, einfach die Zeichen jetzt in der richtigen Reihenfolge anschießen. Also so wie ihr sie. Ja, also das erste Symbol war für Hirsch, das zweite für Herz und das hier war für Horn. In der richtigen Reihenfolge. Wenn ihr das falsch macht, tötet euch die Stimme in diesem Raum. Deswegen empfehle ich euch immer, kurz rauszugehen. Ja, wenn ihr das richtig gemacht habt, erscheint das hier. Jetzt müsst ihr einfach hier die Pfeile reinlegen, die ihr eben bekommen habt beim ersten Schritt. Ja, jetzt kommt da ein abgegradeter Pfeil raus. Den einfach mitnehmen, wie bei den anderen Bögen auch. Ja, den bringt ihr jetzt runter zum Altar und füllt ihn mit Seelen. Das werde ich euch jetzt nicht nochmal zeigen, weil, ja, ich glaube, das ist jetzt klar. Ja, das war's dann auch schon mit meinem Video, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, ich werde euch beim nächsten Video zeigen noch, wie ihr den Feuerbogen bekommt. Und dann war's das auch schon mit den Bogen-Tutorials. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.